Wir sind heute bei Rock am Berg, Rock gegen Rechts. Das einzige linke Festival in Thüringen, das sich auch politisch auseinandersetzt im Kampf gegen Rechts. Und nicht nur das, sondern Sie sind auch einer der Demokratiepreisträger aus Thüringen. Und das ist ein krasses Event hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es werden politische Veranstaltungen angeboten. Wie im Moment läuft gerade Wildes Herz, der Film vom Feindesahne Fischfilet. Und ich finde, die Jungs haben es einfach verdient, dass man sie unterstützt, die Jungs und Mädels. Von dem her, kommt zahlreich. Und vor allen Dingen, wir brauchen noch mehr, die dabei sind im Kampf gegen Rechts. Danke euch. Ja, hallo, ich bin Sven, ich bin der Vereinsvorsitzende vom Rock am Berg in Merkos. Und wir machen das jetzt zum 14. Jahr, dieses Festival. Und unser Festival stand eigentlich von Anfang an unter dem Motto, wir rocken rechts weg. Um allein auch hier in der Gegend eine klare Kante gegen rechts zu zeigen. Seit 3 Jahren haben wir eine feste Politbühne installiert, welche unter anderem vom Denkbund im Wartburgkreis gefördert wird. Es ist uns wichtig, neben viel Musik und Remi Demi auch diesen politischen Anspruch für uns zu wahren. Wir verbinden dort Vorträge, Filme, Workshops und haben auch unter anderem für diese Politbühne schon den Anerkennungspreis des Demokratiepreises Thüringen erhalten, übergeben von Bodo Ramelow und Frank-Walter Steinmeier. Und ja, wir machen hier 3 Tage Festival. Zwischen den Bands ist immer Vortrag oder Rederunden, Diskussionsrunden, Filme. Wie ihr hört, sind wir hier beim Punkrock-Festival, nämlich Rock am Berg. Und natürlich unterstützt das die Linke in Form hier vom Jugend- und Wahlkreisbüro Rosa Lux sowie die Linksjugend Sollet mit einem Infostand. Wir sind hier vor Ort und verteilen coole Aufkleber und andere Giveaways an die jungen Leute bzw. die Leute, die sich jung fühlen.